Global Warming ist eigentlich der Aufhänger für die ganze Geschichte, war der, dass wir durch die globale Erwärmung ziehen sich die Gletscher zurück weltweit und spucken in den Alpen Überreste aus dem Ersten Weltkrieg raus, mumifizierte Leichen, hochexplosives Material. Und im Prinzip die globale Erwärmung wird durch industrielle Rivalitäten ausgelöst und Weltkriege oder Kriege an und für sich werden durch industrielle Rivalitäten ausgelöst. Also die industrielle Rivalität von heute schmilzt die industrielle Rivalität von gestern raus. Und diesen Kreislauf wollen wir untersuchen und schauen, ob wir es als Menschheit nicht möglich machen können, diesen zu durchbrechen. Grundsätzlich das Bild an und für sich, dass Überreste aus einem Krieg, dass Munition aus einem Krieg rausgeschmolzen wird aus dem Eis und sich uns jetzt sozusagen als lebendiges Museum hier auftut, finde ich schon ein sehr starkes Bild, das mir zumindest, als ich da oben war, kalte Schauer über den Rücken laufen hat lassen, aber auch mir gezeigt hat, dass wir vielleicht doch nicht so viel gelernt haben, als wir glauben gelernt haben. Wir wollen jetzt in unserer Dokumentation nicht nur sagen, oh, das wird ganz schlimm, das wird alles ganz böse, sondern wir wollen auch versuchen, Lösungsansätze zu bieten. Und ich finde, dass diese Veranstaltung hier im Vision Summit und mit dem Thema Social Business wirklich sehr vernünftige Ansätze und sehr interessante Ansätze präsentiert werden, die durchaus dazu helfen können, dass das Schlimmste vermieden wird. Das Social Business für mich, dass eine Firma nicht nur gewinnorientiert ist, sondern sich auch ihrer sozialen Verpflichtungen bewusst wird und auch dazu beiträgt. Und diese zwei natürlich muss eine Firma trotzdem überleben können, aber diese zwei Dinge in Einklang zu bringen, das scheint mir so das Grundprinzip zu sein. Und ich glaube, damit können wir alle ganz gut leben. Grundsätzlich ist zurzeit die Entstehung nachzuverfolgen auf www.globalwarning-derfilm.com. Dort kann man die Entstehung verfolgen und kann man auch sehen, wo er dann zum ersten Mal auch ausgestrahlt wird. Wird Mitte, Ende 2009 fertig sein und dort dann wahrscheinlich auf Festivals laufen und dann in einem Kino in ihrer Nähe.